Wir sind in Freiburg im Breisgau, wo wir einen Kniggekurs besuchen werden. Das heißt, wir werden lernen, wie man sich richtig verhält und wie auch ich ein bisschen sozial weniger auffällig werden könnte. Angeblich ist der Kursraum direkt in der Innenstadt. Nummer 254. Und wir werden dort abgeholt, weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass hier ein Kniggekurs stattfinden soll. Entweder bei Camp David oder bei McDonald's. Mal schauen. Hallo, Haselbrugger, sind Sie die Kniggefrau? Ich bin Bethül Hanisch, die Kniggefrau. Hi, genau. Wollen wir uns duzen? Sehr gerne. Super, dann Bethül. Hazel, freut mich sehr. Schön. Katrin, ich bin vom Coworking Freiburg, hallo. Also du hast den Raum quasi organisiert? Ich arbeite für den Raum für Coworking Freiburg. Und wo ist jetzt dieser Raum? Also ganz da oben. Der ist einfach über McDonald's drüber. Im Martinstor, über McDonald's auch, ja. Ja, mega cool, dann gehen wir da mal hin, oder? Bitteschön. Dankeschön. Man ist sehr höflich hier. Dankeschön, vielen Dank. Der Eingang ist natürlich ein bisschen versteckt. Hier sind von McDonald's noch Brötchen. Sieht so aus, ja. Die vertrauen den Kunden. Ja, oder ihre anderen Kunden sind ihnen auch egal. Ist egal, ja. Wie macht man das im Lift? Wenn wir jetzt gleich Lift fahren, laut Knigge, dürfen wir uns dann unterhalten oder lieber nicht? Der Lift ist tatsächlich eine Herausforderung, weil ja es eng ist im Raum. Und am besten ist, wir stehen uns gegenüber und natürlich unterhält man sich. Wenn es sehr eng wäre, würde man so nebeneinander stehen, dass man sich nicht so frontal bedrängt fühlt. Und wie ist da so die Themenauswahl? Also wahrscheinlich nicht zu morbid oder klaustrophobisch? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, ich frage immer vorher, möchten Sie lieber die Treppe nehmen oder den Aufzug? Gut, bei 4 Stockwerken kommen alle dann schnaufend oben an. Ja, ich finde Lift eigentlich ganz okay. Das ist so ein sehr abgeschlossener Raum. Man kann ihn nicht selber kontrollieren. Flüchten kann man auch nicht. Okay, das wird ein sehr spannender Kurs, glaube ich. Das Wichtigste ist das Lächeln, weil in der ersten Begegnung wir in Deutschland oder auch in der Schweiz, wir schauen immer gerne, weil wir gelernt haben, Selbstbewusstsein ist wichtig. Und uns wurde ganz früh beigebracht, schau die Teilnehmer an, schau die Menschen an, mit denen du sprichst. Und wir verpassen immer dabei das Lächeln. Und wenn man eben nur schaut und nicht lächelt, dann wirkt das sehr bedrohlich. Mhm. Also es gibt sogar eine Statistik, wenn man länger als 7 Sekunden schaut, und beide schauen und niemand schaut weg, wie gerade eben im Aufzug zum Beispiel. Wenn wir jetzt nicht sprechen würden und nur schauen würden, dann würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass wir entweder unmittelbar nach dem Blickaustausch entweder kämpfen werden oder Sex haben werden. Wow, also ich denke, beides wäre ein absolutes Klickmagnet für ein YouTube-Format. Für welches entscheidest du dich? Ich nehme immer das zweite. Knigge, was geht ab? Das ist tatsächlich so, also wenn zwei Menschen, also keiner darf natürlich wegschauen, also wir schauen uns an und im Üblichen schaut ja immer einer so verlegen irgendwann weg. Und das ist der natürliche Ablauf. Und jetzt stell dir vor, wir wären beide im Aufzug, es wären keine beteiligt und wir würden uns anschauen, wir würden uns wahnsinnig sympathisch finden. Und du würdest lächeln, ich würde lächeln und ich würde lächeln und du würdest lächeln und wir würden uns gar nicht mehr, da würden wir wissen, wir haben uns gern. Ja, und dann würde ich noch zum Boden des Aufzugs zeigen und fragen, warum liegt hier überall Stroh? Und die Sache wäre sehr schnell klar. Ich kann auch ohne Stroh. Oh Gott. Das ist alles Körpersprache. Und die entscheidet über 93% über unseren Eindruck, über unsere Wirkung. Und nur 7%, was übrig bleibt, ist der Inhalt, was wir sagen. Und das ist wenig. Je gehobener der Anlass ist, je offizieller, desto weniger klirren Gläser. Da wird nur noch zugeprostet. Also man hebt das Glas und prostet zu. Mann und Frau gehen in ein Restaurant. Wer geht denn zuerst in ein Restaurant? Wer weiß das? Mann oder Frau?
Ich würde sagen, der Mann hebt der Frau die Tür auf und die Frau geht als erstes noch. Also geht als erstes rein. Absolut richtig. Der Mann, der Muskelstärkere, öffnet der Frau die Tür. Wenn ich keinen Gentleman an meiner Seite habe, der mir den Mantel abnimmt, mache ich das natürlich alleine. Sonst würden wir Frauen ja alle in Mänteln rumsitzen, weil es gibt sehr wenige Gentlemen. Wann lernt man solche Sachen in seiner Lebensentwicklung? Lernt man das schon, wenn man 3 Jahre alt ist? Oder sollte jeder Mensch mit 18 einen Knigge-Kurs besuchen? Wann ist der richtige Zeitpunkt, um alarmiert zu werden, wenn die Serviette rechts liegen sollte? Das ist eine gute Frage. Je früher du das weißt, also ich habe das schon ganz früh gekannt und dann weniger Fettnäpfe betreten. Und je später du das merkst, desto mehr Fettnäpfe hast du wohl betreten, ohne es zu merken, weil der höfliche Mensch wird es dir nie sagen. Ja, das ist ja dann echt, es ist fast ein bisschen ein Teufelskreis, dass die höflichen Leute dann das für sich halten wollen und niemandem das sagen. Also muss der unhöfliche Mensch zum Höflichen gehen, wie zum Weisen auf dem Berg und sagen, bitte belehre mich. Ja. Deshalb gibt es Knigge-Seminare, genau. Ich habe da eine ganz tolle Anekdote zu der Serviette. Die sagt eigentlich genau das, was du gerade gefragt hast, mit einer schönen Geschichte. Und zwar hatte die schwedische Königin mal arabische Gäste. Und die arabischen, also die arabische Kultur, da essen die ja viel mit der Hand. Und dieser arabische Gast hat sich jetzt aber vorbereitet auf dieses Essen in Schweden und wusste, hier isst man alles mit Besteck. Und dann hat er, traditionell gibt es nämlich in Schweden, so in der Serviette verpackten Knäckebrot versteckt. Und das sieht man nicht. Und wenn man dann sitzt und die Serviette auf den Schoß legen will, kommt dieses Knäckebrot zum Vorschein. Und jetzt wusste dieser arabische Gast nicht, was ist das? Weil der hat nur einen Knigge- und keinen Knäckekurs besucht. Kann man so sagen. Und der wusste aber, hier isst man ja alles mit Besteck. Was hat er gemacht? Er hat Salatbesteck genommen und hat versucht, das Knäckebrot so zu essen. Das sind ganz viele Stücke gebrochen. Er hat weiterhin versucht, das kleine Stückchen so in den Mund zu befördern. Und jetzt kommt das Entscheidende. Die schwedische Königin hat es beobachtet. Und was hat sie gemacht? Wer weiß es? Wer denkt sich was? Die hat es nachgemacht. Ja, die hat es gleich gemacht. Also man sucht sich das schwächste Glied in der Kette aus und verhält sich einfach genauso. So kann man es auch drehen. Tatsächlich kann man das wirklich so aussprechen, ja. Es folgt eine Smalltalk-Situation. Lass uns ein Szenario gerade festmachen, dass wir alle genau wissen, was ist. Dein Mann hat einen Preis gewonnen, weil er Zahnimplantate herstellt und er hat das schönste Zahnimplantat Baden-Württembergs hergestellt und mein Mann hat den Pokal dafür gegossen, der ihm überreicht wird, weil mein Fantasiemann ist Bronzegießer und dein Fantasiemann ist Zahnimplantatschef in einer relativ guten, aber dennoch familiengeführten Firma, okay? Mhm. Also Hazel, hallo, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, ich bin die Betül. Hi, Hazel. Du weißt gar nicht, wer ich bin die Ehefrau von dem Implantathersteller, der den Preis bekommen hat. Und jetzt freue ich mich, dass ich dich kennenlernen darf. Mir wurde schon gesagt, du bist die Ehefrau von dem Pokalgießer. Ja, richtig. Der Sven. Sven heißt, der hat einen Pokal. Ich habe es mir vorhin angeschaut. Das ist ja sagenhaft. Hat der ein Modell vorher? Nee, der macht das alles aus dem Kopf. Der gießt einfach, der sucht im Wald nach Strukturen, wo man Dinge reingießen kann und dann gießt er ja. Also ich könnte mir kein schöneres Pokal für meinen Mann vorstellen, für diese Auszeichnung. Also da freue ich mich total, dich jetzt auch persönlich kennenzulernen. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Das war tatsächlich nicht auf einer Bronze-Gussausstellung, sondern auf einer Messing-Gussausstellung. Wir sind ziemlich verrückt in dem Gebiet. Und da habe ich ihn gesehen und dachte mir, Mensch, hinter dem steht aber jemand Schönes. Und dann habe ich ihm so zugewunken, er möge bitte zur Seite stehen. Und er dachte, ich meine ihn. Und dann hatte ich einfach nicht den Mut, ihm zu sagen, dass ich eigentlich gar nicht ihn meinte. Und jetzt bin ich eigentlich durch meine Mutlosigkeit in eine mittlerweile 17 Jahre andauernde, mehr oder weniger unglückliche Ehe gerutscht. Das hört sich sehr dramatisch an. Dafür siehst du aber...
Dafür siehst du sehr glücklich aus und dein Mann scheint auch sehr glücklich mit dir zu sein. Da habt ihr euch irgendwie eingespielt, nehme ich an, wie die Metalle, die so ineinander verschmelzen. Ja, also wir sehen sehr glücklich aus, das stimmt, aber wir versuchen auch eine neue Technik, die kommt aus Silicon Valley, die heißt Microdosing. Das ist, wo man Mikrospuren von LSD nimmt, um einfach mit auch posttraumatischen Stresserfahrungen besser klarzukommen. Und das wirkt wirklich Wunder in unserer Ehe. Also das sind ja dann schon richtige Drogen. Das ist ja spannend. Wie stehst du zu Drogen? Ich habe mich noch nie an Drogen rangetraut. Das Maximale, was ich mal gegessen habe, waren Haschkeks. Und wie war das für dich? Dramatisch. Ich war so lustig, aber keiner hat mitgelacht. Und dann war die Wirkung auch irgendwann nach 6 Stunden vorbei. So klingt es, wie ich mich fühle in meiner Ehe. Ich bin lustig, doch keiner lacht mit mir. Oh, das sieht traurig aus. Also, wie hast du schon mal überlegt, dass ihr eine Paartherapie macht? Das halte ich für eher zwecklos, da mein Mann eigentlich kaum sich verbal äußern kann. Er kann sich nur in Bronzeformen äußern. Und er müsste dann in einer Paartherapie immer seine Gefühle gießen und das wäre schwierig, dass die Paartherapeutin oder der Paartherapeut in eine Gießerei kommen möchte. Das habe ich schon versucht. Ja, das ist ja schlimm. Dann lass uns über was anderes reden. Du hast ja schon 17 Jahre mit ihm ausgehalten. Dann würde ich sagen, dein Beruf ist für mich auch sehr interessant. Als Ehefrau hast du auch selber irgendwas, was du so nebenher machst? Ja, ich würde gerne, aber Sven erlaubt es mir nicht. Also ich bin ein Riesenfan von Hazel Brugger und freue mich jetzt, dass ich hier live dabei bin und einen Teil davon mitmachen durfte. Und ich finde es so effizient, was sie alles erlebt, wen sie alles besucht, was sie für spannende Sachen in Deutschland herausfindet, die ich selbst nicht kannte. Und man kann nur gewinnen. Das Tolle an YouTube ist, wenn es mal zu lang geht, kann man auch mal vorspulen oder ganz ausmachen. Von dem her hat es nur Vorteile, dieses Abo anzunehmen und auch diesen Daumen zu klicken. Super, danke schön. Bitte schön. Vielen Dank. Ich finde, es war ein sehr gelungener Nachmittag. Mir hat es gut gefallen. Ich habe viel gelernt. Hast du noch etwas auf dem Plan, was du mir unbedingt auf den Weg geben möchtest? Ja, ich habe was vorbereitet, aber sprichst du nur weiter? Nein, ich habe alles gesagt, was ich sagen möchte. Ich würde gerne der Stille nun deine Stimme als Darsteller bieten. Ich habe mir gedacht, dass du dich wacker schlagen wirst. Und deshalb habe ich schon vorab ein Zertifikat für dich vorbereitet. Ach toll, was kann ich damit machen? Du kannst es in eurer WG aufhängen, in der Küche und dann... Dann kann Thomas sich damit den Mund abwischen. Also das ist Abtupfen. Ah, okay, Entschuldigung. Hat erfolgreich am Business-Knigge-Seminar teilgenommen. Und was du damit machen kannst, das entscheidest natürlich du. Und alle Teilnehmer kriegen natürlich auch ein Zertifikat heute. Sogar dem Thomas habe ich eins vorbereitet, der hat ja auch mitgemacht. Thomas? Ja, sehr gerne. Und das würde ich dann als nächstes verteilen und freue mich sehr, dass du uns besucht hast hier im Knigge-Seminar. Ich hatte auch eine fantastische Zeit. Vielen herzlichen Dank. Sehr gern. Wir stehen natürlich auf dafür und lächeln uns da freundlich an. Ich habe übrigens noch einen Trick. Wo ist mein Kugelschreiber, Tina? Kannst du mit dem gerade reichen? Wenn dir mal nicht zu lachen zumute ist, aber ja, du lachen musst. Wenn du irgendwo hingehst an einen Termin und weißt, oh Gott, es wird jetzt gleich furchtbar, aber du musst herzlich wirken. Wir hatten im Flugzeug manchmal die Stimmung und da haben wir vorher den Stifttrick angewendet. Der geht so, du nimmst den Stift zwischen die Zähne, hältst den 3 Minuten fest, natürlich nicht vor den Passagieren oder vor, sondern bevor du zu dem Termin gehst, 3 Minuten festhalten. Und ohne, dass die Lippen den Stift berühren, dann aktivierst du die Lachmuskulatur. Das Gehirn kriegt die Information lustig, glücklich und schüttet Serotonin aus. Also es ist tatsächlich ein Trick. Also ich habe vielleicht auch einfach einen Muskelkrampf und kann nicht mehr anders schauen. Also wenn man selten lacht, Kinder lachen ja 300 Mal am Tag und Erwachsene nur noch 15 Mal. Ist sehr traurig. Und wenn es Menschen gibt, die noch weniger als 15 Mal lachen, wenn die die Übung machen, die kriegen tatsächlich einen Krampf hier.
Ach, krass. Also, macht mal die Übung, aber ich glaube, wenn ihr dieses Video schaut, dann seid ihr Leute, die grundsätzlich gerne lachen und euch mögen wir. Genau. Und alle anderen nicht. So ist es. Okay. Ja, cool, danke schön. Dann ciao. Ciao. Kennst du das, wenn die Menschen, egal auch mit einem richtigen Taschentuch, die Nase schneuzen und dann so reinschauen? Kennst du das? Ja, das ist, glaube ich, so was ganz Ursprüngliches, dass man so sehen will, ich will sehen, was ich erschaffen habe. Ich glaube auch, dass die so, was sie erlegt haben. So das ist auch so ein psychologischer Test. Was sehe ich denn hier heute? Ein Schmetterling. Ich habe mir auch schon sagen lassen, die schauen sich die Farbe an. Ob sie erkältet sind, dann wäre es so in diese grüne Ton, Gelb-Grün-Töne. Also das ist nicht okay. Und wahrscheinlich noch weniger okay ist, wenn man dann so die aufmacht und den Leuten sagt, so, hey, was denkt ihr, was habe ich? Ja, wahrscheinlich, wenn man unter Ärzten ist, kann sein, dass einer sein Taschentuch auspackt und sagt, jetzt nutze ich mal die Gelegenheit und frage mal so einen Arzt. Mhm. Drama. Was macht man mit Nase putzen? Also darf man die Nase überhaupt in der Nähe des Tisches putzen oder muss man dann sagen, ich muss mich entschuldigen, bitte, ich muss... Habe ich auch schon gemacht. Also wenn ich so eine Erkältung habe und ich merke, mit einmal putzen leise geht nicht und es läuft immer nach, dann würde ich kurz sagen, ich bin gleich wieder da. Wir sagen übrigens nicht, wohin wir gehen. Also ich gehe mal für Königstiger oder was gibt's da alles? Da gibt es ja so ein paar Sprüche oder ich muss mal für kleine... Für kleine Königstiger. Ja, gibt es das doch? Oder ich gehe mal kurz Nase pudern, sagen Frauen manchmal auch. Das ist alles verkehrt. Man sagt nur, dass man kurz geht, aber nicht wohin. Und auch nicht, was man dort macht. Kurz in die Keramikabteilung. Ja. Was ist das? Die Keramikabteilung ist das, so, ist das nein, Klo. Um Gottes Willen. Ja. Nein, nein, wenn man zu betrunken ist, den weißen Porzellanbus fahren. Nein. Ganz schlimm. Und auch man sagt nicht, wo man hingeht, aber man sagt auch nicht, was man macht. Bestimmt nicht, nein. Also wir sagen nur, Sie entschuldigen mich bitte kurz oder ich bin gleich wieder da. Also du sagst schon, dass du kurz den Tisch verlässt. Aber auch nicht, Sie entschuldigen mich bitte kurz, ich bin gleich wieder da, ich habe einen üblen Magen-Darm-Virus. Nein, die ersten zwei Sätze waren gut. Sie entschuldigen mich bitte kurz, ich bin gleich wieder da. Aber ich habe, das ist jetzt wirklich eine spannende Frage, weil das sage ich immer. Ich sage immer, ich muss mal kurz wohin. Auch schlecht. Ja. Auch schlecht. Also ungünstig. Ungünstig. Ja. Okay. Ja. Weil wir fragen uns ja dann alle, wohin, und dann wissen wir auch schon die Antwort. Ja, aber ich dachte, wohin ist halt so, wohin? Weil du würdest ja nicht einfach so den Tisch verlassen, Thomas, sondern weil du ein Bedürfnis hast. Und dieses Bedürfnis wollen wir nicht wissen. Ah, ja, okay. Also, ja. Ja, nee, ich muss mal kurz wohin, um meine ernstzunehmende Diarrhoe in den Griff zu bekommen. Also ich hatte mal einen Teilnehmer, der wollte ganz lustig sein. Das war ein Kniegeseminar, es waren Männer so im Außendienst. Und der eine, wir hatten Tischsitte gerade und er wollte den Tisch verlassen und sagt zu sie, entschuldigen mich bitte kurz, die Natur ruft. Und das Schlimmste, was ich gehört habe, war, ich gehe mal kurz, und das war auch in einem Kniggeseminar, ich gehe mal kurz die Anaconda würgen. Da habe ich dann recherchiert, weil da wurde ich neugierig. Die Anaconda ist ja die größte Schlange der Welt. Da muss man schon, wenn man ein Date hat und so einen Spruch rauslässt, da muss man schon was bieten. Ja. Also aber es gibt ja auch Baby-Anacondas. Ja, das stimmt.